Er hat immer mehr Fragen im Gepäck als Antworten parat. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, liebe Freunde. Ich erzähle euch was Wundervolles über meine großen Abenteuer. Das macht ihn echt sympathisch. Vielleicht begleiten wir ihn deshalb so gern auf seiner Suche nach dem Ursprung. Julian Sengelmann. Hamburger Jung durch und durch. Theologe. Wenn so jemand eine Frage stellt, sei es auch nur zum Pfingstfest, dann hat die es mit Sicherheit in sich. Was feiern wir eigentlich? Ja, gute Frage. Finde ich total wichtig, wenn wir schon feiern. Hier bin ich auf einmal keine Rolle, sondern hier bin ich Julian, der dann als Reporter unterwegs ist. Aber das bin ja ich als Theologe. Und das ist ein bisschen wie sich das erste Mal auf dem Anrufbeantworter hören. Also ganz neu und komisch. Julian Sengelmann, Multitalent. Ich interessiere mich nicht für Frauen. Die Schauspielerei ist sein Ding. Er ist eher meins. Keine Rolle zu schwierig. Und auch so lieben wir ihn, Julian als Sänger. Ich will, dass du weißt, was ich will, dass du noch bleibst. Feier dich selbst, lautet der Soundtrack zur neuen NDR-Sendung Feiertag Sengelmann sucht. Und hier wieder am Werk der Julian. Diesmal als Regisseur, wie diese Aufnahmen beweisen. Feier dich selbst ist eine kleine Ode an alle meine Nerd-Freunde. Also all die Leute, die ein paar verquere Träume haben, von denen alle anderen sagen, das schaffst du auf gar keinen Fall. Sensationell. Religion ist was Kurioses. Also wirklich, nicht? Als Protestant kann ich sagen, Religion ist was Menschgemachtes. Es gibt so lustige und absurde und merkwürdige Geschichten in Menschen, die sich religiös verhalten. Von tiefen Bekenntnissen bis hin zu großen Zweiflern. Sengelmann spürt sie auf, die große Sehnsucht. Oh Gott, Kirchenaustritte, alle kommen zurück. Oh Gott, Austritte, Suche nach Spiritualität. Ich glaube, man darf sich nicht so sehr verunsichern lassen von diesen Statistiken. Julian Sengelmann also in seiner besten Rolle als Julian Sengelmann. In der Geburtskirche in Bethlehem durfte ich mit den Franziskanern als Einziger auf eine ganz alte Prozession gehen. Und weil wir vorher eben nicht mit denen ins Gespräch gekommen sind, zufällig, haben die uns damit runtergenommen. Und das war schon wahnsinnig, da am vermeintlichen Geburtsort Jesu Christi stehen und denen zuzuhören, wie sie da ein 1000 Jahre altes Ritual vollziehen und dabei sein zu dürfen. Das war schon wahnsinnig. Guckt euch Feiertag Sengelmann sucht an. Es ist ein bunter, kurioser, lustiger, unterhaltender, sehr informativer, kleiner Ausritt durch unsere christlichen Feste. Und wir werden es hoffentlich ausweiten. Und je mehr von euch das gucken, desto mehr können wir erfahren. Und irgendwann wollen wir alle Weltreligionen suchen und besuchen. Dafür brauchen wir euch. Also guckt rein. Die neue NDR-Reihe Feiertag Sengelmann sucht. Start Pfingsten auf NDR Kultur, Enjoy und im NDR Fernsehen.